Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir starten heute rein in God of War Ragnarök. Ja, der letzte God of War Teil leider. Und das letzte Mal Kratos. Wer die God of War Reihe kennt, ja, weiß genau, dass wir uns jetzt zum letzten Teil widmen. Wer die God of War Reihe nicht kennt, werden wir jetzt gleich nochmal die Zusammenfassung aus dem letzten Teil uns angucken, bevor wir in ein neues Spiel starten. Und dann fangen wir nämlich an mit God of War. Das Spiel ist am Mittwoch rausgekommen, darum ist auch alles vom Mittwoch aufgenommen worden. Früher konnte ich leider nicht spielen, viele andere konnten schon vorher spielen, ich musste bis Mittwoch warten. Aber ja, also seht ihr heute die erste Folge und dann wünsche ich euch viel Spaß mit erstmal der Zusammenfassung von God of War. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseitern nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warner, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Thank you.
Soll ich? Ja, man merkt, dass Kratos nicht mehr der Jüngste ist. Können wir schlafen? Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Finde ich interessant. Oh, das ist... Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder. Sei bereit. Und weg mit dir. Ich glaube, die ist immer noch pisst. Nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Immer noch ein bisschen pisst, dass wir ihn so umgebracht haben, aber gut. Ich sag ja, Kratos. Oh mein Gott. Die Bäume, sie stürzen um. Verhascher. Kommt wieder her. Kratos, ich will nicht mit dir kämpfen. Verliere den Halt. Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Oh nein! Freya, wir sind nicht deine! Freya, halt! Lass Kratos in Ruhe! Ich konnte nicht schießen. Das warte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldurs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein.
Ich mach schon. Ich nehme den Hör. Leg los. So, jetzt kann ich endlich reden. Bisschen das wirken lassen. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Atreus ein bisschen mehr übernehmen soll in dem Teil. Also jetzt sag ich, das ist einfach jetzt mal eine Vermutung. Kann sich natürlich auch am Ende als nicht wahr rausbringen. Aber ja, man merkt schon, Kratos ist schon sehr alt geworden. Auch wie er rumläuft, so, und man hat jetzt auch gerade den Gesichtsausdruck gesehen, er wollte den Hirsch auf jeden Fall nehmen. Und dann hat Atreus das gemacht. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das läuft. Und ja, ich werde natürlich ein bisschen noch mal für die Leute, die ja natürlich auch jetzt God of War zum Beispiel nicht kennen, also sagen wir mal so. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung? So, für die Leute, die es halt noch nicht kennen, da werde ich natürlich jetzt auch ein bisschen erklären manchmal, vielleicht auch den einen oder anderen Hintergrund vom letzten Spiel vor allem. Zum Beispiel, dass Kratos einfach eine Axt hat. Aber ich gehe mal davon aus, die werden noch ein bisschen drauf eingehen, dann wird da die Zusammenhänge auch ein bisschen einfacher sein. Gehen wir mal zum Wolf. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Ja, bitte. Ganz brav. Naja. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Du bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Sopna.
Chaos. Nein! Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur, immer! Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt! Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt! Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fenrir allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Kratos? Kommst du mit mir? Bist du bereit? Du gehst als Cersei persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. War schön, Sonnenschein. Okay, sehen wir jetzt auch zum allerersten Mal sie. Letztes Mal haben wir sie ja nicht gesehen.
Außer prinzipiell ihre Hülle, kann man ja sagen, aber sie im Person haben wir jetzt noch nicht gesehen. Jetzt sind wir mal im Traum von Kratos unterwegs. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Das ist auch immer so eine Ansichtssache mit dem Verstecken, ne? Also ich verstehe auf jeden Fall Kratos, dass er nicht unnötig seinen Jungen in Gefahr bringt. Ich verstehe natürlich aber auch den Jungen, dass er was sehen will, aber... gegen Asgard zu kämpfen ist eh schwierig. Ich meine, wir haben im God of War, dem vorgehenden, ja schon die Söhne von Thor auf dem Gewissen gehabt. Und ja, Baldur hat dann Kratos hat auch Baldur noch umgehauen, noch ein Sohn Odins. Also, das ist ja, vielleicht nicht so clever, da jetzt einen Krieg anzufangen. Den wir schon begonnen haben, so ein bisschen. Etwa aufheben? Ja. Sehr brav. Übrigens frage ich mich in der Szene jetzt so ein bisschen, entweder ist das jetzt einfach nur ein Traum oder komplett, oder die haben das nie zusammen gemacht, oder die haben das mal zusammen gemacht, aber wenn die das mal zusammen gemacht haben, dann verstehe ich nicht, dass Kratos nicht wusste, dass sie eine Riesin ist, weil guckt euch mal bitte diesen Baumstamm an und die hat die einfach zur Seite geworfen. Ich meine, Kratos ist logisch, ist ein Gott, aber dass sie kein vollblütiger Mensch ist, ist ja logisch. Ich meine, dass sie hier noch irgendwas drin ist, da sie ja wissen, dass sie eine Riesin ist. Ist das logisch? Ich finde hier lang immer eine super Anordnung. Ah, ich gehe mal von da aus, wo der Wolf ist. Faye. Faye. Das wird jetzt mal... Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Genau, wirklich weit sein kann Atreus nicht. Wir werden aber dann in der nächsten Folge gucken, was Atreus
macht, beziehungsweise wo Atreus ist. Ja, zur Einführung, glaube ich, reicht das erstmal. Genau deswegen, wie gesagt, erstmal in der nächsten Folge gucken, was Atreus macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss.